Oh mein Gott, was für ein Plot-Twist. Was für ein Plot-Twist. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ciao zusammen. Die Suche nach den Pixel-Toads geht weiter. Ein Part 5 von Captain Toad Treasure Tracker. Aber heute gehen wir auf jeden Fall noch in Episode 2. Und ich glaube, da war der Pixel-Toad einfach da in so einem Fenster. Genau da, in diesem Fenster da, ist der Pixel-Toad. Und die Zeitvorgabe ist 32 Sekunden und ich dachte schon, ja, wie will ich das eigentlich machen? Ich mache jetzt einfach so alles zusammengeschnitten und natürlich wäre eine Option auch gewesen, einfach über Themen zu sprechen und das einfach nicht zu schneiden. Ja, über Themen zu sprechen und immer so zu schneiden geht ja eigentlich nicht. Aber ich dachte mir, ja, ich will ja dieses Projekt einfach ziemlich schnell machen, also einfach noch kurz vor dem DLC noch schnell die 100% machen und da ist halt einfach, ziemlich schwierig, wenn ich da, wenn ich da noch über Themen spreche und das noch in die Länge ziehe. Also will ich die Folgen relativ kurz halten. In dem Zuglevel ist der Pixel-Toad ganz, ganz gefährlich, einfach da hinten. Die Zeitvorgabe ist 65 Sekunden und naja, ich glaube einfach, dass ich durch diesen Stil, dass ich alles so zusammenschneide, möglichst kompakt halte, dass ich dadurch einfach auch so quasi einen Guide machen kann. Also man kann diese Folgen, welches Backtracking mache, Backtraining kann man auch sagen, dass man das so quasi als Guide anschauen kann für Pixel-Toads und dazwischen ist einfach noch die Zeitherausforderung. Und ich finde einfach ziemlich schade, dass die meisten YouTuber das gar nicht zeigen, diese Zeitherausforderungen, da, ja, keine Ahnung, man bekommt auch einen Stern da im Titelmenü, ich werde es dann noch zeigen, wenn wir dann im Titelmenü sind und dann alles geschafft haben. Wenn ich euch das zeigen, dass man da sogar noch einen weiten Stern bekommt. Und ich weiß nicht, weshalb andere YouTuber 100% sagen, dass sie 100% zeigen, aber diese Zeitvorgaben nicht machen. Also ja, das verstehe ich eigentlich nicht. So, und jetzt fällt nur noch ein Level, dann geht's weiter in der zweiten Episode. Im Level mit Wingo ist der Pixel-Toad da oben. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht, da ganz oben, da wo der Cursor ist, da ist er. Ja, das wusste ich noch und das geht ziemlich schnell, direkt vom Anfang an. Aber normalerweise sieht man den Captain Toad natürlich, oder den Pixel Toad, ich sage immer Captain Toad, den Pixel Toad nicht immer gleich direkt. Also man muss vielleicht ein bisschen weiter im Level gehen, um ihn dann zu sehen. Aber dadurch, dass ich die Location eigentlich noch ziemlich gut im Kopf habe, dauert das schneller. Und wenn ich einfach blind danach suchen würde, wäre das wahrscheinlich auch nicht so unterhaltsam, wie es jetzt Let's Play einfach danach zu suchen. Und dann würde es vielleicht manchmal ein bisschen länger dauern und so. Wäre ein bisschen blöd. So, jetzt habe ich einen kleinen Skip gemacht und ich habe 127 Sekunden Zeit für dieses Level. Also 127, wir sind jetzt ziemlich gut in der Zeit. Jetzt habe ich noch 90 Sekunden mehr als 90 Sekunden für den Bossfight. Und ich glaube, im Bossfight haben sie ziemlich viel Spielraum gegeben. So, und jetzt warten wir mal, bis der diese Attacke macht, wo diese Rüben da runterfallen. Genau. So. Ah, jetzt habe ich nur eines. Das ist blöd. Ich kann keine für die nächste Phase mitnehmen. Das ist sehr blöd. Das ist ein Nachteil. Aber ich hoffe, 127 Sekunden, das geht eigentlich. Dafür haben wir jetzt so die Hälfte überschritten. So. Und er fängt gleich weiter an damit. Mit dem. So. Jetzt, er ist gleich gerade in der Nähe. So. Jetzt nur noch. Und, oh nein. Ich dachte, ich könnte es mitnehmen. Ist da noch das mit Toadette? Oh nein. Jetzt gibt sie mir einen One-Up-Pilz. Genau, im Let's Play vor der dritten Folge gab sie mir, glaube ich, noch einen Pilz. So, das muss ich jetzt aber wirklich schnell machen. So. Gut. Ich weiß nicht, ob die Sequenz noch zählen wird. Mal sehen. Ja, diese Sequenz, die zählt wahrscheinlich noch, aber die zählt hoffentlich nicht zu der Zeit dazu. Also, die 127 Sekunden, die sollten wir auf jeden Fall schaffen. Ach, aber zuvor müssen wir noch Toadette aus dem Boden ziehen. Ja, aber gut, das wurde jetzt nicht dazu gesellt zu der Zeit und diese Sequenz wahrscheinlich auch nicht. Also haben wir die erste Episode somit eigentlich zu 100% abgeschlossen. Wenn jetzt diese Sequenz vorbei ist und ich den Stern eingesammelt habe, welcher jetzt so silbern ist. Ja, 106 Sekunden, 21 Sekunden schneller. So, und jetzt schauen wir mal auf den Title Screen. Wir haben jetzt in jedem Level drei Juwelen, die Bonusaufgabe, den Stempel oben rechts und den Stempel für den Pixel-Toad. Also der Stempel oben rechts ist für die Juwelen und Bonusaufgabe und noch den Stern da bei der Bestzeit. Einfach bei der Zeitvorgabe. Und jetzt, wenn wir ins Menü zurückgehen, sehen wir alle Juwelen,
das Pixel-Toad-Symbol, einfach die drei Toads und noch diese Sterne darunter. Und diese Sterne, die bekommt man nur, wenn man die Zeitvorgaben geschafft hat. Und ja, jetzt geht es in Episode 2 weiter. Ich sagte ja, dass wir in der zweiten Folge auf jeden Fall da weitermachen werden. Und wir haben jetzt wieder dieselbe Szene da. Nur ist da kein Goldpilz mehr. Der ist an einer anderen Stelle und zwar kann man sich jetzt einfach da fahren lassen für den Goldpilz, ja. Und allgemein ist da ein bisschen das Setting, also einfach die Belichtung, ein bisschen anders als da ganz am Anfang. Und es gibt auch noch einen anderen fundamentalen Unterschied, das ist in der zweiten Episode, da bei dieser Sequenz. Und naja, es ist eigentlich nicht so besonders, aber jetzt werden wir gleich sehen, was passiert. Und zwar kommt jetzt wieder der Vogel Wingo. Ja, ganz unerwartet. Ich hätte jetzt niemals damit gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, Ganondorf würde kommen und jetzt klammert sich Captain Toad an den Stehen und nicht Toadette. Und das heißt, Captain Toad wird jetzt entführt. Oh mein Gott, was für ein Plot-Twist. Was für ein Plot-Twist. Damit hätte ich niemals gerechnet. Und ja, jetzt ist es quasi Captain Toadette Treasure Tracker. Sie hat jetzt auch einen Rucksack und da haben wir jetzt Captain Toad Treasure Tracker 2 quasi. Also wenn Nintendo einen Nachfolger machen will, wird wahrscheinlich Captain Toad Treasure Hunter oder statt Tracker heißen oder wahrscheinlich so irgendwie etwas komplett anderes. So, und Captain Toad wurde entführt und jetzt spielen wir mit Toadette. Eine Frage stelle ich mir aber, vorher hat sie jetzt diese Sternenlampe, hatte sie die im Rucksack wahrscheinlich schon, denn in der Sequenz hatte sie diese Sternenlampe nicht. Ja, die hatte sie da einfach noch nicht. So, und ja, da gibt es jetzt 18 weitere Level in der zweiten Episode. Ich kann nicht sagen, es wird auch noch eine dritte Episode geben, wo wir immer abwechslungsweise Captain Toad und Captain Toadette spielen werden. Also, ja, das kann ich schon mal verraten. So ein großer Spoiler sollte das hoffentlich nicht sein. So, dann wird das erste Juwel. Und dieses Level basiert auf diesem Rutschmechanismus. Wir können nicht nach oben, wir können nur noch nach unten. Da müssen wir also klug wählen, wo wir hingehen. Und da wäre es ziemlich klug, wenn wir da hier hingehen würden. Denn von da aus können wir gleich direkt zum zweiten Juwel gehen, aber so nicht. Und so stürzen wir uns in den Tod. Deshalb machen wir es einfach so. Und ich glaube, die Bonusaufgabe war da, den Goldpilz zu finden. Ich muss noch meine Liste hervornehmen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man dann Goldpilz sammeln muss. Und der Goldpilz ist da. Und da muss man sich irgendwo fallen lassen, und zwar da. Aber das geht nicht gleichzeitig mit dem Juwel. Also wir müssen das Level so oder so zweimal machen, wenn wir die Juwel und die Bonusaufgabe haben wollen. Denn ja, für den Goldpilz zusammen können wir nicht da vorbei. Und ja, also müssen wir jetzt das Level nochmal machen für den Goldpilz. So, ich ging jetzt ziemlich schnell dahin. Vielleicht zählt es sogar dann schon für die Zeit-Challenge. Ja, keine Ahnung. Mal sehen. Und jetzt muss ich mich einfach da fallen lassen. Dann sind wir schon da beim Goldpilz und dann haben wir dieses Level geschafft. Level 2 auf dem Holzweg ans Ziel. Da müssen wir alle Kriechpiranhas besiegen. Das können wir auch gleich machen. Da gibt es 1, 2 und noch 3. Ja, Kriechpiranhas und noch diese Gegner. Aber diese Gegner, die kann man nicht so besiegen. So, das ist jetzt ein Schlüssel. Ich glaube, ich kann einfach mich da fallen lassen. Das sollte eigentlich gehen. Und dann hoffe ich mal, dass man da... Genau, da kommt man zum Tor hin. Ja, wo man den Schlüssel einchecken muss und dann ist das wahrscheinlich das erste Juwel. Perfekt. Und wenn man da jetzt nach unten fällt, gibt es da wahrscheinlich das zweite. Perfekt. Und das dritte gibt es dann... Wo gibt's das? Da oben. Da oben. Ja gut, das ist ja easy. Muss ich einfach nur da drauf. Und da kann ich jetzt auch gleich da noch den besiegen. Easy. So, jetzt sind wir wieder da oben und da gibt es auch unsichtbare Münzen. Easy. Und da ist das dritte und letzte Juwel. Und jetzt müssen wir noch die restlichen zwei Piranha-Pflanzen umbringen. Diese Piranha-Pflanze ist ziemlich easy. Einfach nur von da oben runterfahren lassen. Da müssen wir jetzt das ein bisschen timen bei dir. Ja. Oder einfach so. Und genau, ich kann es auch festhalten, ein bisschen cheaten. Und dann haben wir dieses Level geschafft mit allen Bonusaufgaben und Juwelen. Also das ist ja eine Bonusaufgabe, nicht alle. Also ja, eine. Das nächste Level ist wieder eine Lorenfahrt und da müssen wir 140 Coins einsammeln. 140 Münzen, alles klar. Und dann gibt es wahrscheinlich schon da am Anfang einige. Genau, da kann ich gleich ein paar spammen. Einfach farmen, besser gesagt. Und dann gibt es da ein paar. Kann ich sonst noch was machen mit dem Touch-Dings da? Nein, ich glaube nicht. So, dann gehe ich jetzt mal in die Lore. 140 Coins und noch einfach Juwelen natürlich. So.
Und das erste Juwel haben wir schon gesehen, da hinten. Genau. So. Jetzt auch die Piranhas, da gibt es nichts. Und jetzt gleich das Juwel. So. Genau. Und dann gibt es da unsichtbare Münzen, ja. Es gibt immer so am Rande nichts Besonderes. Es gibt eigentlich immer irgendwo unsichtbare Münzen. So, das zweite Juwel dürfen wir auch nicht verpassen. Das ist ähnlich wie das erste. Okay, einfach nur da. So. Gibt es da noch unsichtbare Münzen? Nein, gibt es nicht. Dann kann ich die da umbringen. So. Da gibt es nichts mehr. Okay, gut, jetzt habe ich da ein paar nicht umgebracht. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und dann gibt es einen Powerblock. Da gibt es auch noch Münzen. Und dann ist da hoffentlich das letzte Juwel. Ja, und dann kann ich noch diese Münzen damit nehmen. So, die 140 Coins haben wir auf jeden Fall erreicht. Und meistens gibt es sogar noch am Ziel irgendwelche. Meistens gibt es noch am Ziel irgendwelche. Vielleicht auch da. Mal sehen. Vielleicht gibt es da, genau da. Hinten gibt es 4 Münzen. Okay, also nichts allzu Besonderes. Nebulöse Zeichen im Hinterhof ist das 4. Level. Und da gibt es auch so ein Easter Egg, wenn man 5 Minuten wartet. Aber ich nehme mal an, also was ich nehme mal an, ich sage mal, ich werde dieses Easter Egg erst später zeigen, wenn wir das Level sowieso im Backtraining nochmal machen werden, im Backtracking, weil wir dann diese Zeitanzeige oben rechts haben werden. Dann kann ich da sehen, wo gleich 300 Sekunden sind, also 5 Minuten. Das ist auch ein Winco-Poster und genau, das Prinzip von diesem Level ist einfach diese Pfade. Und eben da gibt es ein Easter Egg, nach 5 Minuten kommt aus diesem Fenster da ein Geist. Aber das werde ich euch zeigen, wenn wir dann nochmal in das Level gehen, für das Backtracking. Ja, normal, wir können das auch schon jetzt machen, nur wissen wir einfach die Zeit noch nicht, die wir erreichen müssten. So, und die Bonusaufgabe da ist es, all diese Schlammschrufe zu besiegen. Und das ist eine neue Art von Gegner. Ich könnte sie auch mit der Taschenlampe anleuchten, mit der stillen Lampe besser gesagt, aber dann sind sie nicht komplett besiegt. Dann sind sie einfach nicht komplett besiegt und das ist dann nicht gut. Ich könnte theoretisch auch die Chucks besiegen, wenn ich mich einfach von oben fallen lasse im richtigen Moment, aber ja, darauf verzichte ich jetzt, genauso auf diese Münzen, da die Münzen ja irrelevant sind jetzt, da sie kein Teil von der Bonusaufgabe sind. So, und dieser P-Switch hat das sich so bewegt, dass wir jetzt da in dieses Loch rein können und zum Stehen. Die Bonusaufgabe von allen Schlammschlurfen haben wir also auch geschafft. So, mit das ganze Level. Level 5, nasser Spaß im Wasserpark. Nasser Spaß, okay. Das kann man auch zweideutig verstehen. Ja. Und da kann man auf diese Bank, das werde ich euch zeigen, man kann da, es gibt ein Easter Egg, und zwar kann man da auf diese Bank gehen, und wenn man dann genug wartet, dann kommt diese Idle Animation, also eine Idle Animation, einfach eine Animation, wenn man lange Zeit nichts macht, und dann schläft dann Toadette auf dieser Bank. Das kann ich jetzt auch machen. Ich glaube, wenn ich auf den P-Switch gehe, geht das Wasserlevel hoch, also muss ich mich da fallen lassen, und dann ist sie da auf dieser Bank, und wenn ich da jetzt warten wollte, wird sie da schlafen. Da warte ich jetzt ein bisschen. Jetzt setzt sie sich schon mal auf die Bank, was schon ziemlich cool ist. Ich kann mal einen Screenshot machen. Und bald legt sie sich auch hin auf die Bank, hoffentlich. So, jetzt legt sie sich hin. Schaut so. Ich hätte sie wahrscheinlich auf die andere Seite positionieren müssen. Aber ja, sie schläft jetzt da auf der Bank. Hat keinen Bock. Das ist so, so ein Bild fürs Farbmodell. So, Toadette hat keinen Bock. Und jetzt habe ich sie wieder aufgeweckt mit dem Cursor, haha. So, und jetzt können wir von da oben aus zu diesem P-Switch gehen. Und die Bonusaufgabe da in diesem Level ist es, alle Goombas zu besiegen. Und okay, genau, da muss ich mit der Goldlöhre dahin. Und nicht etwa den Goldpilz einzusammeln. Der Goldpilz ist irrelevant. Der Goldpilz ist nicht wichtig. Den Goldpilz lassen wir einfach so und holen stattdessen einfach das letzte Juwel und killen alle Goombas. Und ich glaube, dort gab es auch noch seine Spitzhacke, mit dem man dann die Goombas besiegen konnte. Und ja, allgemein Toadette sieht einfach anders aus als Captain Toad, aber es spielt sich genau gleich. Also es wäre cool gewesen, wenn Captain Toadette etwas andere Fähigkeit gehabt hätte, aber ja, jetzt hat sie das einfach nicht. Sie ist einfach genauso wie Captain Toad. Und seht ihr mal, wie sie Luft nimmt, diese Backen. Das ist eigentlich ziemlich süß. So, jetzt gehen wir noch zu den Goombas nach oben. Wir können schon ein paar, glaube ich, umbringen, indem wir einfach auf sie... indem wir uns einfach auf sie fallen lassen. Aber besser ist es dann mit der Spitzhacke. So. Okay, ich habe schon ein paar besiegt. Und ich wurde getroffen. Und das sind noch die letzten 4. Und ich glaube da. Genau, da ist diese Spitzhacke. Und die ist natürlich an Donkey Kong angelehnt. An das Spiel Donkey Kong.
Da, ich glaube, die Musik ist auch dieselbe da von dem Arcade-Game Donkey Kong, wo Jumpman, also Mario, Pauline retten musste. Also das ist ein Item aus diesem Spiel eigentlich. Das letzte Level für diese Folge, Level 6, Floßfahrt am Bergpass. Am Bergpass ist eine Floßfahrt und dann dürfen wir uns nicht treffen lassen. Also das ist quasi ein Scrolling-Level und wir dürfen uns nicht treffen lassen. Deshalb, ja, cheate ich ein bisschen, indem ich die einfach festhalte jetzt mit dem Cursor. So, und den kann ich jetzt auch festhalten. Ich kann schon mit Powerblock betätigen und beide umbringen. Ja, easy. Aber diese Rüben, die geben mir jetzt keine Münzen. Die sind unendlich und unendliche Rüben geben keine Münzen. Sonst könnte man einfach unendlich Münzen farmen. So, und da ist schon das erste Juwel. Ich glaube, da ist nichts Besonderes drin. Und ja, ich muss einfach keinen Schaden nehmen, deshalb werde ich nicht alles überprüfen. Wir müssen das ja auch gar nicht machen. So, dann geht's da weiter. Und da hat, glaube ich, ein von diesen beiden sollte das Juwel haben. Entweder der oder der andere. Gut, der andere hat die Spitzhacke, oder? Damit man das hinter dort zerstören kann, ja. Genau, und da gibt es dann ein paar Coins, aber die sind nicht wichtig. Die sind nicht so wichtig. So, und da hinten ist mir auch egal, was da ist. Ich will einfach nur die 100% haben, da ist das einfach nicht so wichtig. So, ich darf mich auch nicht von dieser Kugel will ich treffen lassen und ich konnte schon mit dem Cursor den Powerblock aktivieren. Ja, der Cursor ist ziemlich overpowered. Oder der Touchscreen beim Wii U. So. Und die sind jetzt ineinander gekracht. Okay, ziemlich cool. So. Und noch das da rein. So. Jetzt noch. Vielleicht der letzte Kugelwillen. Nein, einer folgt doch sicherlich, ja. Der folgt noch und dann können wir schon ins Ziel. Genau. Dann haben wir auch das geschafft für diese Folge. Und ich glaube, wir machen noch für einen kurzen Abschluss machen wir noch dieses eine Münz-Minispiel, welches jetzt auf der Map in Buch freigeschalten wurde. Da hinten war da bei Level 4 ist jetzt der Münzenrausch und ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge wird, aber ja, ich schneide dann immer noch ein bisschen was weg und da verkürzt dann einfach die Folge ein bisschen. So, ich zeige euch einfach, in jeder Episode gibt es ein anderes Spiel und ich glaube, da kann man, glaube ich, in den Hintergrund irgendwo gehen, ja. Irgendwo da kann man theoretisch in den Hintergrund, weiß aber nicht mehr wo. Da hätte man in den Hintergrund gehen können, okay. Das versuche ich dann vielleicht ein anderes Mal. Aber das war's jetzt von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben die erste Folge, die erste Episode komplettiert und auch da in Episode 2 sind wir schon ziemlich weit gekommen. Folge 6. Also die 100% vor dem DLC. Ich glaube, dieses Ziel kann man erreichen. Also, man sieht sich dann in Folge 6, wo wir vielleicht sogar fertig werden. Nein, das wahrscheinlich nicht, aber ziemlich weit kommen werden in Episode 2. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Gebt doch bitte einen Daumen nach oben, vergesst das bitte nicht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!